So Leute, da sind wir wieder bei Titanfall Part 20, wieder mit dem Johannes. Ja. Und wir spielen wieder Hardpoint Domination, also Herrschaft. Wie schon in Folge 2 und 3. So, auf geht's. Ich habe gestern mal ein anderes Spiel gespielt, einfach nur mal so aus Just for Fun. Auch ein Ego-Shooter und die Steuerung habe ich ja immer total anders. Und ich bin gar nicht mehr darauf zurechtgekommen, wie ich früher mal gespielt habe. Durch Titanfall spiele ich jetzt wieder auf Shift sprinten, ich bin immer auf E gesprintet. Alle, die bei mir am Rechner gezockt haben, sind damit nie klar gekommen. Jetzt weiß ich warum. Nee. Total behindert eigentlich. Verdammt. Ungewohnt, dass diesmal von der anderen Seite zu starten, weil normalerweise waren wir ja immer nur ja. Milizia. Ich erschrecke da auch immer total oft. Wobei ich eigentlich selten IMC bin hier auf der Map. Selten, ja doch, IMC bin ich hier selten. Ich steig meistens als Milizia hier ein. Es spielt sich auch ein bisschen wie Crysis, finde ich, durch das Wändeklettern. Kannst du Skype kommen? Ja. Okay, lass mal kurz skypen. Skype. Channel switched. Ja. Nee, Johannes, hi. Hi. Hardy verbindet noch. Der Hardy von Pizmeet, mit dem spielen wir jetzt. Ja, bestimmt. Ich war voll geil, Junge. So. Oh, oh, ein Titan. Ich hab jetzt auch meinen Titan. Mann, das ist auch da. Lecker, was hol ich jetzt? Rainmaker 3. Man merkt eindeutig, wie schlecht die Skype-Qualität ist. Ja. Oh, Titan. Boah, da bin ich auch gut ausgewichen, ja. Verdammt! Hui! Ist hier jetzt gerade voll der Titan-Kampf, Junge. Ach, seh's. Ich helfe dir von hinten mit der Raketenwerfer. Warte, ich jump auf ihn rauf, warte. Wo ist er? Bin drauf. Ich nehme mal C ein. Au. Ich hab den Titan kaputt gemacht. Oh, ich bin auf Menmo ausgestiegen. War gerade leicht gefährlich. Komisch, Hardy wollte in Skype reden, aber jetzt geht er nicht ran. Tja. Dann macht einer auf Hardy. Was geht denn hier immer nur ab, Junge? Ja,
Alter. Oh, Handy halt Schnauze. Ah, leck mich doch am Bix. Am Hustensaft. Am Hustensaft. Ach, hui. Ich finde aber Harder Domination nicht so toll wie Team Deathmatch. Nee, Team Deathmatch finde ich auch geil irgendwie. Können wir gleich nach der Runde wieder zocken. Ja. Team Deathmatch geht noch ein Stück schneller. Und was gibt's noch für einen Modus? Last Titan Standing, da spielst du nur mit Titans, finde ich auch geil. Ja. Den und dann gab's auch noch einen, ne? Nee, das war dann alles, also halt Zufall. Ach so. Verkacken auch leicht dezent. Wer ist kacken? Wir verkacken leicht dezent, hab ich gesagt. Achso, das kann sein. Zuerst habe ich verstanden, dass du kacken gehst. Nee. Titan Assist. Das Gute ist, man hat auch unendlich Munition hier in seinen Schusswaffen. Ja. Boah, unser Titan, der lässt mich einfach nicht durch, der Homo. Ich bin Level 14, hab auch maximal Level erreicht. Hm. Jetzt müssen wir auf die Vollversion warten. Jetzt haben wir die Beta durchgespielt. Ja. Na, nee, wir müssen noch die ganzen Challenges abschließen. Dann haben wir es durchgespielt. Ich kann mir einen Titan holen. Ich geh mal zu A. Wenn du einen Titan hast, kannst du mir da mal helfen? Ja, wo bist denn du? Bei C. Ich komme. So ein Genius, ey. Wo bin da? Jo, das sind zwei Titans. Meiner ist kaputt schon. Ich hämmer mal mit drauf. Das dauert trotzdem seine Zeit. Oh, da ist der Titan. Okay, einer ist weg. Ja, auf den anderen habe ich auch gerade schon drauf. Alter, ich mache einen Abgang. Hab gerade schon einen roten Hit bekommen, der ist gleich tot. Ja. Okay, hab ihn. Ach nee, ich habe ihn nur assistet. Ja, ich habe ihn. Na, 100 Punkte, aber trotzdem richtig viel, finde ich. Ja, ich weiß. Aber in diesem Spiel kriegt man eh für alles Punkte, von daher viel zu einfach. Das bockt aber übelst das Spiel, also. Auf jeden Fall. Das ist gutes Call of Duty. Ist ja kein Call of Duty, ist ja von einer anderen Firma. Ja, aber es sind die ehemaligen Call of Duty Erfinder. Ja und? Deswegen darfst du es trotzdem nicht COD nennen, sonst wäre es ja schlecht, das Spiel. Boah. Ja. Das Spiel hoffe, ist genau mein Geschmack, kein Singleplayer. Oh, wir haben verloren. Ich hoffe bloß, die machen das nicht so und melken das so wie Call of Duty, also dass jedes Jahr ein neues rauskommt, dann wird das nämlich immer schlechter, das Spiel. Einfach nur ordentlich auf DLCs, dann geht das schon. Ja, das oder alle zwei Jahre neues Spiel reicht auch vollkommen aus, also. Eigentlich brauchen die kein neues Spiel, wirklich immer nur DLCs oder halt zum Beispiel oder neue Patches, wofür der bezahlen muss, mit neuer Grafik und ganz vielen neuen Karten oder so. Quasi wie eine Neuauflage, nur halt, dass es direkt an das Spiel reinbinden kannst. Dropship arrived.
Wenn die unbedingt sowas haben wollen. Weil Nachfolger von Spielen gibt es ja dann meistens auch nur, damit die Story fortgeführt wird oder so. Bei der Multiplayer, da bleibt er mal gleich. Ist auch ein Ding jetzt drin? Nee, wo ist denn das? Na, hier oben, aber wir lieben jetzt, ey. Ich hab's nicht mehr geschafft. Lebe wohl. Na, noch bin ich ja nicht gestorben. So. Ja, du kriegst aber trotzdem keine Punkte, wenn du nicht im Dropship bist. Ich brauch doch keine Punkte mehr, ich hab Level 14. Bin sogar noch gestorben, Alter. Nein, ich meine generell nur so. Boah, Hardy. Zwei Level in der Runde bin ich aufgestiegen. Level 14, Max Level. So, dann lass rausgehen, ne? Hey, ja, hast recht. So. Bin drin im Hauptmenü gleich. Invite ich dich mal. Oh, hast du schon eingeladen. Ach, wir sind wieder IMC. Boah, 70 Sekunden. Na, vielleicht tue ich mir doch mal ein paar Karten rein. Kommt der jetzt oder nicht? Weil dann können wir auch wieder TS gehen. Er hat gesagt, er gleich. Also er kommt gleich, er gesagt. Okay. Ich habe eine Steam-Nachricht bekommen. So, hört sich das bei dir an? Nein, das war mein Handy. Ich habe ja die Steam-App. Achso, ich auch. Aber ich habe immer aus. Ey, ich bin jetzt gerade. Ich bin TS und Skype, nicht wundern. Kevin? Ja. Guten Tag. Sollen wir vielleicht auf dein TS kommen? Nee, ich komme gleich Skype denn only. Ich muss hier nur gerade ein paar Kollegen. Sehr gut. Ich erkläre nur kurz ein paar Kollegen, wie sie eventuell noch an Beta Key kommt. Deswegen bis gleich. Ja. Bin gleich da. Was los? Ist schlecht gelaunt? Nee. Mach hinter. Nee. Ja, ich beeil mich. Dennis Hartwig. Immer wieder überraschend, wie seine Stimme sich verändert. Hat er auch einen Beta-Key, ja, ne? Ja, klar. Sonst hätte er nicht eingeladen. Ich frag ja nur. Was bringt das uns in Skype, wenn der keinen Titten voll hat? Keine Titten hat? Warum soll ich jemanden ohne Titten einladen? Stell dir vor, das Spiel heißt Titten voll. Durch einen Schreibfehler oder so. Ja, bestimmt. Kevin? Ja? Ich sage ja nicht, dass ich Batman bin, aber bisher hat niemand Batman und mich zusammen im gleichen Raum gesehen. Tja, das könnte ich aber auch sagen. Ja, vielleicht bist du Batman oder ich bin Batman. Niemand weiß das so genau. Ich will Batman sein. Ich bin Batman. Du kannst Robin sein. Nee, ich bin Bruce Wayne. Ja, das ist Batman, du Lappen. Nein. Ja, natürlich. Batman geht abends im Puff. Bruce Wayne ist Familienvater. Ah, der hat nicht meine Familie, aber ist okay. Ja, das sagt man nur in irgendeinem Lied. Von hier hinten starten, das habe ich echt noch nie getan. Nee, ich auch nicht. Ich wurde entjungfert. Ich sehe. Muss man die Map gewöhnen von der Seite irgendwie, das war voll Umstellung. Oh, ja. Das ist ja wie eine komplett neue Map. Oh mein Gott, ich habe ein Erfolgserlebnis. Und ich kann es eigentlich nachvollziehen, wo die Gegner immer langlaufen. Wenn die halt hier starten. Wo ich halt immer auch langlaufe. First Blood. Oh, du hast jemanden mit einer Fackernade getötet. Ist aber schön. Jetzt bin ich gestorben. Das ist aber schlecht. Passiert. Es darf aber nicht passieren im Krieg.
So Leute, ihr habt auch gerade gesehen, ich habe eine Karte eingelöst, das habe ich euch nie erklärt, aber ziemlich oft gemacht. Man kann sich 3 Burn-Cards reinmachen und die kann man, wenn man tot ist, dann einlösen. Dann hat man für das eine Leben halt den Bonus-Effekt, der halt die Karte halt freigibt. Ich habe zum Beispiel eine Pistole bekommen dadurch. Die kann man sich natürlich standard auch ausrüsten lassen, die ist kein Stück besser, das ist halt einfach nur, dass man die dann hat. Also die Karten sind quasi einfach nur Klassen ändern, ohne im Klassen-Editor zu gehen für ein Leben lang. Zum Austesten von Waffen oder so ein Schmarrn. Ist auch gut, dass ich das in Part 20 erkläre, wo die meisten das wahrscheinlich eh schon kennen. Ja. Na gut, Part 21 ist es schon fast. Ich muss gucken, dass ich nicht zu viele Videos mache, weil wenn ich mehr als 30 mache, dann kommt die Beta-Videos dann schon raus, wenn das Release ist, das Spiel. Aber dann habe ich es ja wahrscheinlich auch schon selber gespielt und Videos gemacht. Dann kannst du die ja wieder löschen, die Beta-Videos. Ja, wenn ich zu viele habe, lösche ich die dann sowieso, war ja auch bei Battlefield 4 so. Nicht Battlefield 4, da habe ich die Beta nicht gespielt. Wo habe ich die Beta gespielt? Weiß ich gar nicht mehr, aber irgendwo war das so. Das Geile ist, wenn man so eine Burning Card Waffe hat, da ist auch das Fadenkreuz orange. Das ist voll cool. Und innovativ. Und nutzlos. Okay. So, ich bin diesmal mit meinem Titan von oben eingestiegen, auch mal was Neues. Oh, mit Titan. Ich höre mir auch einen Titan.